Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Princess Peach Showtime. Wie wir gerade gesehen haben, ist hier im ersten Stock auch so eine Tür erschienen. Und da gehen wir auch gleich rein. Vielleicht hilft uns ja der Fechtfunkeli, den wir letzte Folge befreit haben. Gut, und jetzt öffnen wir diese Tür mit Funkelkraft. Ist mir einige der Funkelkristalle, die du gesammelt hast? Aber natürlich. 15 Stück. Stella ist schon eine Süße. Okay, mal sehen, was da auf uns zukommen wird. Oh. So, wenn das nicht die kleinen Mäuslein sind, die die ganze Zeit durch mein Theater huschen. Also, was haltet ihr von meinen Werken? Gefällt euch meine höchst fesselnde Vorstellung? Ha, hebt euch die Antwort für später auf. Ein kleines Vöglein verrät mir, dass ihr beide hier für etwas Unfrieden gesorgt habt. Ihr habt sogar gewagt, einen Funkeli zu befreien, den ich unter größten Mühen eingesperrt habe. Eure Anstrengungen sind entzückend. Doch einen jämmerlichen Funkeli zu befreien ändert noch gar nichts. Viper, bitte unterhalte unsere ungebetenen Gäste, ja? Ich würde gern sehen, ob sie ein Fünkchen Talent haben. Okay. Könnte man sich am Namen schon ein bisschen denken, dass es eine Schlange ist. Ach, Suchscheinviper, was? Okay. Bin ich ja mal gespannt. Was passiert, wenn er mich sieht? Okay, ich muss wohl diese Dinge hier zerstören. Oh. Okay. Verstehe ich noch nicht ganz, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber das wird noch kommen, I guess. Okay, da war ich Gott sei Dank schneller. Okay. Au. Ich halt. Also ein bisschen verwirrt bin ich schon. Leuchtet immer so. Hat das was zu bedeuten oder nicht so? Oh, verdammt. Ah. Okay, ich war schneller. Gut so. Perfekt. Ich hätte auch gern so eine kleine Stella. Schon süß. Okay.
Okay. Okay, da hatte ich wahrscheinlich gerade ein bisschen Glück. Nein, ich wurde getroffen. Okay, wir warten das einfach mal kurz. Hätte ich wahrscheinlich noch schaffen können. Echtheit. Bin aber zu doof, um zu springen. Ja. Ja. Das finde ich ja jetzt schon ein bisschen doof, das Level hier. Das spiele ich nicht so gerne. Das will ich nicht. Das ist doof. Ich bin zu doof dafür. Okay, hätte ich gerade so noch Glück gehabt. Noch gesprungen. Okay. Weg damit. Weg mit dem Ungeziefer. Wunderbar. Yay. Babe ist also verantwortlich für das Chaos in unserem schönen Theater. Mit ihrer Bande von Fieslingen ruiniert sie unsere Vorstellungen. Was für eine bodenlose Gemeinheit. Wir können nicht zulassen, dass sie weiter ihr Unwesen treiben. Schnell, wir müssen auch die anderen Stücke retten. Okay, hier ist also alles wieder schön. Dann gehen wir doch mal nach oben. So, was haben wir hier? Okay, wahrscheinlich noch mal ein Cowgirl-Level. Das kann ich nicht sagen, was das sein soll. Da vorne noch mal. Und. Oh. Das ist ein Meerjungfrauen-Level. Okay. Die Gruselparty. Das Cowgirl in der Dämmerung. Und. Mission Alien-Invasion. Okay. Gut. Ich würde sagen, wir gucken uns das aber im nächsten Part an. Ich weiß, es ist ein bisschen kurz, aber wir freuen uns doch, wenn es immer mehr gibt. Gut, bis dahin würde ich sagen, macht euch einen schönen Tag und bye bye.